14. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Der Tabellenfünfte trifft auf den Tabellenvierten. Die Kölner Haie spielen gegen den ERC Ingolstadt. Seine Mannschaft hat die beste Defensive, das Team von Tommy Samuelsson. Und wir gehen rein in die Partie mit einem Powerplay für die Kölner Haie. Aber dann dieser Fehler in der neutralen Zone. Und Brandon Buck macht sich auf den Weg und trifft zum 1:0 in Unterzahl. 5. Saisontreffer von Brandon Buck. Er behält die Übersicht. Bleibt cool vor dem Tor. Und bringt den Puck an Danja Chunusov vorbei. Dann die Kölner Haie wollen schnell eine Antwort geben über Sean Lalonde, der sich da gut durchtankt. Am Ende aber an Timo Pielmeier hängen bleibt. Gute Möglichkeit für die Kölner Haie, aber effektiv, das waren vor allen Dingen die Gäste. Die Haie zu weit mit nach vorne aufgerückt und dann geht's bei den Panthern schnell. Darren Oliver, Greg Maldin und 2:0. Die kalte Dusche für die Kölner Haie. 4. Saisontreffer von Maldin. Gute Übersicht von Oliver. Genau im richtigen Moment gepasst. Und dann wieder keine Chance für Chunusov. Das ist der neue Torhüter der Kölner Haie, Justin Peters. Zunächst nur auf der Bank. Erst gestern das erste Mal beim Training der Haie gewesen. Rein ins zweite Drittel. Die Panther mit einer doppelten Überzahl. Sie spielen es geduldig. Oliver für Greilinger. Und anderthalb Minuten, gerade erst gespielt im zweiten Abschnitt. Der Gast aus Ingolstadt trifft zum 3:0. Und weiter geht's mit den Panthern. Von Köln nicht viel zu sehen. Dann dieser Schuss. Chunusov kann den Puck nicht richtig abwehren. Greilinger hat er abgezogen. Und dann ist John der Liberty da und macht das 4:0. Und dann kam es eben doch zum Wechsel. Nach diesem Gegentreffer musste Danja Chunusov raus. Für ihn kam Justin Peters das Ganze unter einem gellenden Pfeifkonzert der Zuschauer, die mit dieser Personalentscheidung von Corey Kluse, dem Trainer der Kölner Haie, nicht einverstanden war. Was geht bei den Haien in diesem Spiel überhaupt noch? Dann kommen sie zumindest mal zu einem Abschluss. Moritz Müller trifft genau in den Winkel. Timo Pielmeier nach 2 Shutouts in Folge muss er wieder hinter sich greifen. Erhoff macht das gut, verdeckt die Sicht für Pielmeier. Hoffnung bei den Haien oder eher nicht. Dylan Ruck kurbelt an, aber dann dieser Fehlpass. Und dann macht sich Brandon Buck wieder auf den Weg und auch er trifft. 5:1, 35. Spielminute. Bei diesen Alleingängen ist er unfassbar gut. Keine Chance für Justin Peters. 83 NHL-Spiele hat er gemacht. Zuletzt in Riga gespielt. Und Corey Kluse muss auf das letzte Drittel seiner Mannschaft hoffen. Powerplay für die Haie noch. Jetzt ist Ingolstadt aber wieder komplett. Und dann rutscht der Puck durch. Und die Haie treffen zumindest noch zum 2:5. Wer war es? Müller mit dem Schuss, dann aber abgefälscht. Auf jeden Fall unten auch von Uvira, der als letztes an der Scheibe war. Und so Pielmeier den Puck durch die Beine spielt. Das war aber noch nicht der Schlusspunkt. Wieder ein Fehler im Spielaufbau. Und dann ist es Berglund, der kaltschnäuzig vor dem Tor bleibt. Und diesen Fehler eiskalt ausnutzt. Lalonde bekommt den Puck nicht. Und dann ist es Berglund ins kurze Eck zum 2:6. Wir haben das Spiel verdient verloren. Ingolstadt war klar besser. Und ja, ist für uns natürlich, sag ich mal, schade. Ingolstadt ist jetzt klar vor uns. Und jetzt müssen wir wieder Boden gut machen. All in all, our team wanted to win tonight. We felt we had to play a really good game against this team. We know how good this team can be, obviously, and you know, we came with a great effort tonight, and we got the result we wanted. Brandon Buck ist zufrieden. Wir wollten gewinnen, denn Köln hat ein starkes Team, aber wir haben eine gute Leistung gezeigt und am Ende ist es dann eben ein 6:2 Erfolg des ERC Ingolstadt bei den Kölner Haien.